Wir sind mitten in einem Umwälzungsveränderungsprozess, der so gewaltig ist wie der von der Agrargesellschaft in die Industriegesellschaft. Was ist eigentlich der wirkliche Sinn dessen, was wir da tun? Man darf nicht vergessen, dass die Unternehmensstruktur aus dem alten Preußen kommt. Viele Unternehmensverantwortliche benehmen sich wie im Liegestuhl auf der Titanic und denken, sie könnten dieser radikalen Veränderung, die auf sie zukommt, ohne radikale Veränderung des eigenen Unternehmens entgehen. Ich denke, ein großes Problem unserer Arbeitswelt besteht darin, dass wir über viele, viele Jahre hinweg darauf getrimmt worden sind, Know-how zu haben. Und wir haben kein Know-why mehr. Wie würden wir arbeiten, wenn wir uns nochmal neu erfinden würden? Was muss wirklich sein? Was können wir weglassen? Stell dein Unternehmen mal in Klammer und unternimm endlich etwas mit deinem Leben. Wenn Führungskräfte sich selbst verändern wollen, dann fällt ihnen das so schwer, weil sie ja in alten Denkmustern gefangen sind. Eine der ermutigendsten Erkenntnisse der letzten Jahre ist der wissenschaftliche Beweis, dass wir Menschen uns verändern können. Und sich selber führen heißt erstmal sich selber kennenlernen. Denn alles, was ich bei mir nicht kenne, das projiziere ich auf meine Mitarbeiter. Es gibt ein schönes Zitat von, ich glaube, Nietzsche, der sagt, die einzige Arbeit, die sich wirklich lohnt, ist die Arbeit an uns selbst. In dem Moment, wo ich das tue, entfalte ich einfach unendlich viele Potenziale. Drop your tools, werf dein Handwerkszeug weg und spring in neues kaltes Wasser.